Jesus, Mary.
Thank you.
mit zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir nehmen? Wir will ich euch verraten? Und sie boten ihm 30 Silberlinge und von dem an Sucht der Gelegenheit, dass er ihn verriete. Wo ist das Gerät, das bei deiner Frau?
ins Föten, und da sie aßen, sprach wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verlassen. Und sie wurden sehr betrübt, und hoben hoch ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm, thank you.
Himmel, die Hilde, wie der Sieg zerstreuen. Seht euch hin, bis was ich
uns nahm zu sich Petrum und die Zinsen als Zebadei und fing an zu trauen und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist verliebt bis an den Tod.
vor seinem Vater nieder. Dadurch erhebt sich und alle von unserem Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Ist bereit, den Kelch des Chores Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden diese Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte hinab von Ferne, bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und saß er sich bei die Knechte, auf das er sah, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn töteten. Und fanden keines. Und in Verfolgung stille.
Spot, Schimpfwohl Spot. Mein Gott, der liebe Gott, meine Väter Futsch und Er leugnete abermal,
und sprach ihn zu Pedro. Wahrlich, du bist noch einer von denen, Shh.
Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und wunden ihn, führte ihn hin und überantwortete ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zu Tode, gereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priester und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ihn unschuldig Blut verwaffen habe. Sie sprachen: Was gilt es uns das an, was zählt es uns das an, das Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sie davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Ist tot, ist tot, ist das Propheten Jeremias, da er spricht:
Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufe, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und haben sie gegeben um einen Töpfers Opfer, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst. Und da er beklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Wirst du nicht, wie er sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Sie sprachen alle: Lasst ihn kommen!
kümmert hart, nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, ziehet mir vor. Dann wurde das ganze Volk und sprach: Sei ganz gerade, wenn der Besten versichert. Thank you.
verschor und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine goldene Krone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Zum Kreuze, zum Unser.
Thank you.
Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten ihn, da sie sahen das Erzbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jüngling Jesu war. Er ging zu Pilato und bat ihn den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn hingeben. Yeah.
legt er ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Versäulen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des anderen Tages, der da folget nach dem Rußtage, kamen sie hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, dass diesen Verführer schon lange nach Leben. Was bringt das Kleid des Wagen? Thank you.
Christus.